langer, langer Zeit gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten. Die Schlümpfe. Sie waren herzensgut, fröhlich und freundlich. Aber es gab da noch Gargamel, den bösen Zauberer. Ein übler Bursche. Ah, ich hasse Schlümpfe! Oh, ich schnappe dich. Ich werde euch alle schnappen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Ich schnappe euch doch noch. Eines Tages finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Das Dörfchen gibt's immer noch. Und wenn ihr genau hinhört, könnt ihr Gargamels Wutgeschrei hören. Und wenn ihr lieb seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Schlümpfe sehen. Umherwandelt, wenn nicht jemand die Augen des alten Götzenbildes wieder an seinen Platz bringt. Was denkst du, Papa Schlumpf? Woher können wir solche Augen denn nur herkriegen? Ein chinesischer Zauberer, der Reisende genannt wird, bringt die Augen dorthin. Hier steht, er sollte bereits gestern ankommen. Wir müssen herausfinden, was dem Reisenden passiert ist. Oder dieser Geist wird jede Nacht zurückkommen, und zwar 100 Jahre lang. Wirklich, Papa Schlumpf, findest du es besonders klug, wenn wir uns in Schwierigkeiten bringen? Ich meine, wir wissen nicht mal, wo wir den Reisenden suchen müssen. Er wird bestimmt aus dem Osten kommen. Ich denke, wir haben ihn bereits gefunden. Ich habe noch niemals so ein menschliches Wesen gesehen. Ach, Shanghai. Wir sind so viele Kilometer weg von zu Hause. So viele Kilometer! So viele! Oh. Hört ihr? Der Vogel kann sprechen! Er ist wirklich ein Zauberer! Viele Kilometer! Viele Kilometer! Wir sind schon einige Tage in Verzug, Shanghai. Wir müssen aufbrechen. Hast du je solche ungewöhnlichen Augen gesehen, Papa Schlumpf? Nun, Schlaubi, für den Reisenden werden deine Augen wahrscheinlich ebenso ungewöhnlich aussehen. Schau, Papa Schlumpf! Noch zwei Menschen! Tatsächlich. Das sieht nach sehr leichter Bolter aus, Hogu. Wie recht du hast, Whitlow. Hey, die Klunker sind bestimmt wertvoll. Ah, die Augen des Götzenbildes! Die Augen des Götzenbildes! Ah. Dort ist unser Ziel, das Grab des Panzien Jia. Da, da ist es, Tracht! Wir können morgen Mittag dort sein. Er geht weiter. Komm schon, wir bleiben ihm auf den Hacken. Kommt, meine Schlümpfe. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Räuber den Reisenden aufhalten. Denn nur er kann den Geist des Drachen besänftigen. Da kommt er! Diese Felsen dürften ihn ein für alle Male aufhalten. Er wird leider einen grausamen Unfall erleiden. Wirklich jammerschade. Schlumpf. Ich muss sofort den Reisenden warnen.
wartet ihr auf mich? Xiao Xin, La Xing Ya! Daneben! Mach nichts, heute Nacht schnappen wir ihn! Wie kann der bloß mit diesem kleinen Hölzchen essen? Wenn du vor Hunger Magenschmerzen hast, kannst du alles. Sein. Ah, da ist sein Lagerplatz. Weißt du, ich glaube, es ist besser, wenn wir noch so lange warten, bis er eingepennt ist. Oh, Papa Schlumpf, wir müssen sie davon abhalten. Ich habe einen Plan, folgt mir. Hauptmann der Wache, lasst sie aufschwärmen. Ei, ei, Kommandant, ihr hört ja, Männer, schwärmt aus, macht die Gauner dingfest. Oh, Feier, ich fürchte, das sind die Wachen von König Schlossberg hier. Also, diese Gauner werden heute Nacht mit Sicherheit nicht wieder auftauchen. Versteckt euch! Das ist äußerst merkwürdig, das ist es in der Tat. Ach, Shanghai, die lärmenden Geister haben uns mit ihrer Wachsamkeit beglückt. Ihr meint uns? Ja, in der Tat, das habt ihr gut gemacht. Doch jetzt wird es langsam Zeit zu schlafen. Der Drachen kommt wieder! Durchhalten! Was soll das denn bedeuten? Ruhe, o Geist des Panzienja! Morgen nach Anbruch der Dämmerung wirst du erlöst sein und nicht mehr durchs Land ziehen! Dieser Weg führt in eine furchtbare Schlucht. Wenn er dort reingeht, sitzt er in der Falle und wir haben ihn. Ja. Meine magische Landkarte hat uns hergebracht und ich fühle, dass der Geist mich immer weiter hineinzieht. Oh, Feier, also ich finde diesen Ort ganz schön gespenstisch. Der Eingang zum Grabmal. Papa Schlumpf, es ist für ihn doch völlig unmöglich, diesen Felsbrocken wegzuschieben. Lass uns wieder gehen. Ist kaum zu glauben. Wirklich überaus erstaunlich. Sei vorsichtig, meine kleinen Schlümpfe. Ich werde so vorsichtig sein, wie ich kann. Du passt doch auf, Clancy. Oh, entschuldige, Schlumpfine. Wer hat euch Kreaturen gesandt, meine Arbeit zu sabotieren? Nur keine Angst, meine kleinen Schlümpfe. Ping Shu La Xing Ya. Wir sind Freunde. Ah, dann warst du es also, Kleiner, der mich gestern gewarnt hat. Und euch habe ich letzte Nacht bei meinem Lagerplatz gehört. Na ja, zwei Menschen wollten mich überfallen. Und außerdem wollen wir dir helfen, den Geist des Drachen aufzuhalten. Nein, ich bin nicht gekommen, den Geist des Drachens aufzuhalten. Ich bin vielmehr gekommen, den Geist des Drachens zu befreien. Befreien? Der Drache wacht hier über die letzte Ruhe des Panzenja. Aber böse Zauberer haben seinen Geist verflucht. Er ist verdammt, für immer umherzuwandeln, bis endlich einer die Augen des Götzenbildes zurückbringt. Augen des Götzenbildes! Kommt, kleine Geister, begleitet mich für den Rest meines Abenteuers. Wir haben alles getan, was wir tun konnten. Jetzt können wir auch wieder nach Hause gehen. Nein, Schlaubi, wir müssen diese Sache zu Ende bringen. Komm mit, Schlaubi, wir sind doch schon so weit. Ich denke, wir sind schon viel zu weit. Doch, wie Papa Schlumpf immer sagt, es ist besser, etwas zu Ende zu bringen, als im Dunkeln zurückgelassen zu werden. Hier muss er reingegangen sein. Dann kommt er niemals wieder raus. Wir müssen vorsichtig sein. Die bösen Zauberer haben sicher viele hinterlistige Fallen in dieser Höhle versteckt. Oh. Wenn ich diesen Hebel da drüben nicht erreichen kann, ist alles aus. Keine Sorge, La Xing Ya. Ich brauche Unterstützung, meine kleinen Schlümpfe. Komm schon, Torti. Wir brauchen viel mehr Gewicht. Wunderbar. Die Vorsehung hat uns zusammengebracht. Eigentlich war es Papa Schlumpfs Idee. Das Grab des Panzenja. Wir müssen uns beeilen. Bald bricht die Dunkelheit herein.
Erstaunlich. Einfach erstaunlich. Es würde mir große Freude machen, wenn ihr dem verzauberten Götzenbild die Augen einsetzt. Wir fühlen uns überaus geehrt, Lashinja. Gut aufpassen, Schlümpfe. Vorsicht. Da ist er. Komm schon, Wicklow, mach die Sonnenkrach! Ist es noch weit, Papa Schlumpf? Es ist nicht mehr weit, meine kleinen Schlümpfe. Also jetzt seid ihr aber zu weit gegangen, ihr Bösewichter. Der Kerl hat ja sogar in seinem Rücken Augen. Na, wenn das so ist, dann hat er gleich vier blaue Augen. Psst, bleibt ganz ruhig, meine kleinen Schlümpfe. Oh, große Schwierigkeiten, große Schwierigkeiten! Da! Was geht denn denn? Ein Geist? Aber das ist doch vollkommen absurd. Jeder weiß doch, dass es keine Geister. Der Geist des Drachen erwacht. Verliert keine Zeit. Bringt die Augen an ihren Platz. Schnell, meine Freunde. Ups. Hilfe! Hilfe! Schon gut, ich hab dich, kleiner tapferer Geist. Ich kann dir gar nicht genug danken. Das habt ihr gut gemacht, meine kleinen Freunde. Gut gemacht, ja! Der verzauberte Pansienja hat seinen Frieden gefunden. Dieses Zauberpulver wird das Grab auf ewig verschließen. Was für ein Zauberpulver ist das denn, Papa Schlumpf? Ein Zauberpulver, das irgendwann einmal den Lauf der Geschichte sehr verändern wird. Schnell, kleine Geister, bringt euch in Sicherheit! Wiedersehen, liebe Freunde! Wiedersehen! Lashinja! Wiedersehen! Ich möchte dich gerne etwas fragen, Papa Schlumpf. Ja, Schlaubi. Also, seit wann beherrschst du die Sprache der Chinesen? das, mein lieber Schlaubi-Schlumpf, ist eine andere Geschichte.